Hallo und herzlich willkommen zu einem Kurzvideo des Volleyballverbandes Berlin e.V. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Weiterspielen oder Regelverstoß. Hier Netzberührung zwischen den Antennen durch einen Spieler. Schauen wir uns dazu eine Spielszene an. Was schreibt das Volleyball-Regelwerk dazu? Kontakt mit dem Netz. Der Kontakt eines Spielers mit dem Netz zwischen den Antennen während der Spielaktion ist ein Fehler. Die Spielaktion umfasst Absprung, Ballberührung oder Versuch und die sichere Landung, bereit für eine neue Aktion. Ein Spieler, der sich in der Nähe des Balles befindet, während dieser gespielt wird, oder der selbst versucht, den Ball zu spielen, wird als an der Spielaktion beteiligt angesehen. Auch wenn er den Ball nicht berührt. Schauen wir uns die Szene noch einmal im Detail an. Hier erfolgt der Absprung in der Spielaktion. Hier die Ballberührung. Hier ist die sichere Landung abgeschlossen. Es folgt nun eine neue Spielaktion. Der Spieler versucht aber nicht, den Ball zu spielen und befindet sich auch nicht in der Nähe des Balles. Der Blickwinkel aus der Netzkamera, hier der Bereich Absprung, hier die Ballberührung, nicht im Bild. Hier ist die Landung, abgeschlossen, bereit für eine neue Aktion. Nun berührt der Spieler das Netz. Es ist kein regelwidriger Netzkontakt, obwohl er zwischen den Antennen stattfindet. Schauen wir uns zum Abschluss noch einmal die Spielszene an. Achtet auf den Kommentator. Damit ist dieses Kurzvideo beendet. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.